Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die neu berechneten Hartz-IV-Regelsätze werden offenbar deutlich niedriger ausfallen, als Opposition und Wohlfahrtsverbände fordern. Die Bundesregierung will die Zahlen am Montag vorstellen. Vorab hieß es in Berlin, der Regelsatz von 359 Euro im Monat werde um höchstens 20 Euro steigen. Die Neuberechnung wurde nötig, weil das Bundesverfassungsgericht das bisherige Verfahren als willkürlich und undurchsichtig abgelehnt hatte. Im Arbeitsministerium wird noch eifrig gerechnet. Die letzten Daten für die Hartz-IV-Neuberechnung hatte das Statistische Bundesamt gestern geliefert. Details wollte die Regierung heute nicht nennen. Die Berechnungen laufen. Sie werden genau wie vom Bundesverfassungsgericht gefordert, transparent nach für jedermann einsichtigen Grundlagen berechnet. Dann kommt der enge Spielraum, den die Politik hat, hinzu. Kein Kommentar auch zu Meldungen, nach denen der Regelsatz um weniger als 20 Euro steigen werde. Nach ARD-Informationen soll die Steigerung sogar nur bei ca. 10 Euro liegen. Die SPD kritisiert das Vorgehen der Regierung. Offensichtlich wird die Bundesregierung die Höhe der Grundsicherung für Hartz-IV-Empfänger auf dem politischen Parkett aushandeln. Das widerspricht ganz eindeutig den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts, die ein nachvollziehbares, transparentes Verfahren angemahnt haben. Bei 359 Euro liegt zurzeit der Hartz-IV-Satz. Eventuell fallen zukünftig in der Berechnung die Ausgaben für Alkohol und Tabak weg. Neu aufgenommen werden aber Internetkosten und die Praxisgebühr. Die Wohlfahrtsorganisationen verlangen höhere Sätze. Also wenn es wirklich nicht einmal 20 Euro sein sollten, die mehr gezahlt werden, hieß das im Klartext, die Bezieher von Hartz-IV in der Einkommensarmut zu belassen und nichts gegen die wachsende Armut in diesem Land zu tun. Die politische Entscheidung fällt am Wochenende im Kanzleramt. Die Arbeitsministerin will die Zahlen am Montag präsentieren. Die katholischen Bischöfe kritisieren die Sparmaßnahmen der Bundesregierung als sozial unausgewogen. Gespart werde weiter in erster Linie bei einkommensschwachen Familien. Hartz-IV-Empfänger seien durch die Streichung des Elterngeldes wieder die Verlierer. Zusätzlich warnen die Bischöfe vor verschärfter Altersarmut, weil der Beitrag zur Rentenversicherung für Hartz-IV-Empfänger gestrichen werde. Zum Abschluss der Bischofskonferenz in Fulda forderte der Vorsitzende Zollitsch auch Steuererhöhungen. Das sei ein heißes Eisen, es müsse aber angepackt werden. In der schwarz-gelben Koalition bahnt sich neuer Streit an, und zwar über die Terrorbekämpfung. Bundesinnenminister de Maizière plant offenbar, die Sicherheitsgesetze zu verschärfen. Einem Entwurf zufolge will der CDU-Politiker Befugnisse der Geheimdienste und Strafverfolgungsbehörden erweitern. Die FDP dagegen will die Antiterrorgesetze überprüfen, die nach den Anschlägen vom 11. September 2001 erlassen worden waren. Die Pläne aus dem Bundesinnenministerium sind brisant. Der Innenminister will die Kompetenzen der Sicherheitsbehörden erweitern. Mit dem Koalitionspartner ist das noch nicht besprochen. In dem Entwurf, der dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt, geht es beispielsweise um das Telefonieren über das Internet, üblicherweise verschlüsselt. Künftig sollen die Geheimdienste zur Abwehr drohender Gefahren für das Land auch Internettelefonate überwachen dürfen. Nicht nur präventiv, auch die Polizei soll zur Strafverfolgung künftig solche verschlüsselten Telefonate abhören dürfen. Außerdem, Ergebnisse einer Online-Durchsuchung, also Daten, die bei einem heimlichen Zugriff auf Computer gewonnen werden, sollen künftig als Beweismittel vor Gericht zugelassen werden. Daneben überlegt das Bundesinnenministerium, ob bislang zeitlich befristete Kompetenzen der Sicherheitsbehörden, wie etwa Kontoabfragen bei Banken, verlängert werden. Ich kann bestätigen, dass wir ständig darüber nachdenken, wie man die Verbrechensbekämpfung effektiver gestalten kann. In diesen Plänen sieht der Koalitionspartner FDP einen Eingriff in die Freiheitsrechte der Bürger. Das sei mit den Liberalen nicht zu machen. Es ist ein Markenzeichen dieser Koalition, dass wir mit den bestehenden Gesetzen Sicherheit schaffen wollen, dass wir Vollzugsdefizite beseitigen wollen und nicht permanent in bürgerliche Freiheiten tiefer einschneiden wollen. Für die Sicherheitsbehörden ist die Überwachung der Internettelefonie ein wichtiger Baustein bei der Bekämpfung von Terrorismus und organisierter Kriminalität. Der Bundesinnenminister kommt mit seinen Plänen den Sicherheitsbehörden entgegen und riskiert dafür einen heftigen Streit in der Koalition. Der Bundesrat hat zum ersten Mal nach der Sommerpause getagt in veränderter Zusammensetzung. 4 Bundesländer haben neue Regierungschefs, nämlich Nordrhein-Westfalen, Hessen, Hamburg und Niedersachsen.
Das Lager der Bundesregierung hat in der Länderkammer keine Mehrheit mehr. Aber auch die Länder, die von den Oppositionsparteien regiert werden, können alleine keine Entscheidungen durchbringen. In 5 Bundesländern regieren lagerübergreifende Koalitionen, die sich in Streitfällen enthalten. Gebilligt hat der Bundesrat unter anderem die Verlängerung des Kurzarbeitergeldes und die bundesweite Einführung des Führerscheins mit 17. Gegner und Befürworter des umstrittenen Bahnprojekts Stuttgart 21 haben sich heute erstmals an einen Tisch gesetzt. Der Meinungsaustausch war vom katholischen Stadtdekan vermittelt worden. Die Gesprächsatmosphäre sei freundlich gewesen, hieß es anschließend, doch an den grundsätzlichen Positionen habe sich nichts geändert. Der milliardenschwere Umbau des Stuttgarter Hauptbahnhofs soll ungeachtet aller Proteste weitergehen. Wieder demonstrieren Tausende. Immer noch scheinen Gegner und Befürworter von Stuttgart 21 unversöhnlich. Dabei hat es am Morgen eine leichte Annäherung gegeben. Beide Seiten hatten sich zu einem ersten Sondierungsgespräch getroffen, vermittelt durch die katholische Kirche. 2,5 Stunden hinter verschlossenen Türen, dann das Ergebnis. Es soll weitere Treffen geben. Ein Baustopp allerdings wurde nicht vereinbart. Den hatten die Gegner des Projekts bisher zur Bedingung für Gespräche gemacht. Jetzt weiß ich, dass ihr das Wort Baufortschritt, also Baustopp hören wollt oder nicht. Ja? Wir haben alle eine Aufgabe, Sie auch, aus dieser verfahrenen Situation gute Wege zu entwickeln. Und wir haben von Anfang an gesagt, hegt nicht zu hohe Erwartungen an ein erstes Treffen. Unterdessen haben Bahn und Land die neuen Sprecher des Projekts Stuttgart 21 benannt. Udo Andrioff, ehemals Stuttgarter Regierungspräsident, und den Unternehmensberater Wolfgang Dietrich. Auch sie wollen sich für eine weniger konfrontative Diskussion einsetzen. Eben deshalb wehre ich mich dagegen, dass in der Öffentlichkeit immer wieder der Eindruck erweckt wird, wie wenn auf der einen Seite der Protestierer die guten Menschen stehen, die edle Gesinnung haben, und auf der anderen Seite lauter Ignoranten. Die Abrissarbeiten am Bahnhof gingen heute weiter. Einen Baustopp werde es auch künftig nicht geben, heißt es bei der Bahn. Ich habe einen Vertrag, diesen Vertrag erfülle ich, und außerdem, ich stehe auch dahinter, auch inhaltlich. Die Gegner des Projekts jedoch fordern ein Zeichen des Entgegenkommens, und zwar innerhalb von einer Woche. In der Affäre um möglicherweise illegale Wahlkampfhilfe für die CDU in Niedersachsen wird jetzt auch gegen den Wolfsburger Oberbürgermeister Rolf Schnellecke ermittelt. Er soll im Wahlkampf von den Stadtwerken Wolfsburg unterstützt worden sein, ebenso wie der heutige Bundespräsident Wulff. Das behauptet zumindest der ehemalige Pressesprecher des Unternehmens. Gegen ihn und den Chef der Stadtwerke laufen ebenfalls Ermittlungen. Der Kummerkasten der Stadt Wolfsburg. Zurzeit dürfte er mehr Post aufnehmen als sonst. Denn seit heute steht auch der OB, der Oberbürgermeister, im Visier der Ermittler. Hat sich Rolf Schnellecke seine Wahlkämpfe teilweise über die Stadtwerke finanzieren lassen? Diese Frage ist nur ein Teil dessen, was inzwischen als Affäre Kreise zieht. Landesweit und nun bereits in der zweiten Woche. Fast täglich werden neue Vorwürfe zurückgewiesen. Sämtliche Auslagen meines persönlichen Wahlkampfes habe ich persönlich getragen. Auslöser für die Ermittlungen ist dieser Mann, Mike Nahstedt, ehemaliger Mitarbeiter der Stadtwerke Wolfsburg. Er behauptet, er habe jahrelang Wahlkampf für die CDU gemacht, in seiner Arbeitszeit mit dienstlichen Mitteln. Auch für Christian Wulff im Landtagswahlkampf 2002-2003. Daher könnte die undurchsichtige Gemengelage bis ins Bundespräsidialamt Schatten werfen. Noch sind es viele Vorwürfe, kaum Belege. Die Polizei hat Material sichergestellt, auch bei der Landes-CDU. Handy- und Fahrtkostenabrechnungen. Die Partei ist sich sicher, sie hat sich nichts zu Schulden kommen lassen. Das Bild, das sich dort ergibt, ist sehr klar, dass Herr Nahstedt in einer Unterstützergruppe, in einem Unterstützerteam als ehrenamtlicher Helfer mit dabei war, aber in einem Umfang, der so minimal ist, so sporadisch ist, dass sich daraus gegenüber der CDU Niedersachsen keine Vorwürfe, die haltbar sind, ergeben können. Ob es sich um eine Parteispendenaffäre handelt, ist noch völlig offen. Die Ermittlungen haben gerade erst begonnen. Bei der UN-Vollversammlung in New York hat der iranische Präsident Ahmadinejad einen Eklat ausgelöst. In seinem Beitrag zur Generaldebatte berief er sich auf Theorien, hinter den Terroranschlägen vom 11. September 2001 stecke die Regierung der USA. Daraufhin verließen viele Delegierte den Saal. Im vorigen Jahr hatte Ahmadinejad die Versammlung mit Ausfällen gegen Israel verärgert.
Mit zum Teil drastischen Aktionen gegen die Steinigung von Frauen im Iran protestierten Demonstranten gegen den Auftritt des iranischen Präsidenten vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen. Doch Ahmadinejad hat dort wie alle Staatsführer Rederecht und sorgte erneut für einen Eklat. Neben heftigen Angriffen auf Israel und den sogenannten kapitalistischen Westen unterstellte er indirekt, dass die Terrorangriffe auf das World Trade Center vor 9 Jahren von den USA selbst unternommen worden seien, um Kriege im Irak und in Afghanistan führen zu können. Bei diesem Teil der Rede verließen die amerikanische, die deutsche und andere Delegationen den Saal als Zeichen des Protests. Auch der deutsche Außenminister reagierte. Die Rede des iranischen Präsidenten. Sie ist nicht nur abwegig, sondern sie ist auch sehr verletzend gewesen. Und wir können eine solche verirrte Rede in gar keiner Weise akzeptieren. Außenminister Westerwelle will aber trotzdem das Angebot zum Dialog mit dem Iran aufrechterhalten. Auch wenn der relativ geschlossene Protest international führender Staaten gegen diese deutlich auf einen Eklat hin angelegte Rede Ahmadinejads bei manchen rund um die UN die Hoffnung weckt, dass der Iran am Ende davon beeindruckt sein könnte. Nach außen wahrnehmbare Zeichen gibt es dafür heute in New York nicht. Der brasilianische Ölkonzern Petrobras will die Ölvorkommen in der Tiefsee vor der Küste des Landes erschließen. Dazu hat er bei Anlegern an der Börse 70 Milliarden Dollar eingesammelt. Das ist die größte Kapitalerhöhung aller Zeiten. Die Aktionäre versprechen sich von dem staatlich kontrollierten Unternehmen große Gewinne. Allerdings sind solche Tiefseebohrungen riskant, wie gerade die Ölkatastrophe im Golf von Mexiko gezeigt hat. Im US-Bundesstaat Virginia ist ungeachtet weltweiter Proteste eine 41-jährige Frau hingerichtet worden. Teresa Lewis starb gestern Abend im Gefängnis durch eine Giftspritze. Das Urteil war kritisiert worden, weil die Frau nach Ansicht ihrer Anwälte nur über eine geringe Intelligenz verfügt. Sie hatte gestanden, die Ermordung ihres Ehemanns und ihres Stiefsohns in Auftrag gegeben zu haben. Das Online-Lexikon Wikipedia gehört zu den beliebtesten Angeboten im Internet. Über die Zukunft des Projekts beraten bis Sonntag deren Macher und Forscher in Leipzig. Bei ihrer 3-tägigen Konferenz wollen sie die Weichen für die Weiterentwicklung der Enzyklopädie stellen, an der jeder Nutzer mitschreiben kann. Wikipedia-Forscher, Profis und Interessierte werfen in Leipzig einen kritischen Blick auf das Phänomen Wikipedia. Die deutsche Version hat sich mit mehr als 1 Million Seiten und 7000 Autoren zur zweitgrößten weltweit entwickelt. Von Hammerhai über Sarrazin bis Love Parade Unglück. Das Online-Lexikon ist vielseitig, aktuell und gehört auch deshalb zu den meistbenutzten Internetseiten weltweit. Wer steckt dahinter? Wie wird das gemacht? Was können wir vielleicht auch darüber lernen? Ja, für größere Phänomene, also wie wird vielleicht Wissen organisiert oder reorganisiert in heutigen Zeiten? Dabei zeigt ein Klick auf die Versionsgeschichte eines Artikels, wie hart manchmal hinter den Kulissen um die Deutungshoheit gekämpft wird. Es sind oft politische, aber auch absurde Kontroversen, wie der wochenlange Streit um die Frage, ob der Wiener Donauturm ein Fernseh- oder Aussichtsturm ist. Weil um die Wahrheit gestritten wird, hat Wikipedia auch bei Fachleuten einen guten Ruf, auch wenn es manchmal Ungenauigkeiten oder Fehler gibt. Man braucht immer irgendwo einen Startpunkt und das ist Wikipedia. Es ist sicher kein Endpunkt für dein wissenschaftliches Studium, aber ein guter Startpunkt ist es auf alle Fälle. Jeden Tag werden allein für die deutsche Version 300 neue Artikel geschrieben. Solange das Wissen wächst, wachsen auch Wikipedia und die Fangemeinde. Models und Mode in ungewöhnlichen Kombinationen, das ist eines der Themen einer großen Werkschau des Fotografen Peter Lindberg in Berlin. Lindberg, seit 3 Jahrzehnten ein Star seines Gewerbes, gilt als Wegbereiter der Supermodels. Sein Markenzeichen, Inszenierungen, in denen Mode wie zufällig gezeigt wird. Dass der 65-Jährige auch ein Auge für Stadträume hat, können Besucher noch bis Anfang Januar in der Galerie CO Berlin sehen. Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 25. September. Über Mitteleuropa liegt eine umfangreiche Tiefdruckzone, die vor allem dem Osten und Süden Deutschlands zum Teil ergiebige Regenfälle bringt. Die Hochs westlich und östlich davon haben auf unser Wetter kaum noch Einfluss.
Heute Nacht sind anfangs noch einige kräftige Schauer und Gewitter unterwegs. Im Süden und Südosten setzt teilweise ergiebiger Dauerregen ein. Richtung Nordwesten reißt die Wolkendecke auch mal auf. Auch morgen im Westen und Nordwesten immer wieder Wolkenlücken und einzelne Schauer. Im Süden, später auch im Osten, fällt verbreitet teilweise länger anhaltender und kräftiger Regen. Zu Beginn der Nacht sind bei Schauern und Gewittern starke bis stürmische Böen möglich. Morgen schwacher bis mäßiger Wind aus West bis Nordwest. Am Alpenrand heute Nacht 7, im Nordosten noch bis 13 Grad. Dort morgen immerhin noch milde 20, sonst 10 bis 17 Grad. Am Sonntag im Westen und Süden neben einzelnen Schauern auch etwas Sonnenschein, sonst viele Wolken und gebietsweise ergiebiger Regen. Auch in der neuen Woche unbeständig und noch kühler. Im Osten